Hi, ich bin der Günther, ich komme aus Dönerbude. Ich will hier nochmal wieder kurz, bevor es losgeht, mit euch reden. Denn es gibt zwei Sachen, die ich anmerken will. Erstens, nicht wundern, Leute. Also das hier erstmal, das werde ich auch wieder, wenn das ganze Hörspiel kommt, das wird nicht drin sein, dieser Text. Denn im Finale, also jetzt in dieser Folge und in der nächsten, hat Floink durch seine Verwandlung eine andere Stimme. Euch wird auf jeden Fall auffallen. Ich finde, die ist auch ziemlich gut geworden, passt auf jeden Fall. Und zur nächsten Folge, die dann der finale Kampf gegen die dunkle Macht wird. Denn ich hoffe, euch ist auch klar, ich bin auch nur ein Mensch. Ich werde das Ganze nicht bis Samstag schaffen. Ich habe keine Ahnung, wie lange ich benötigen werde. Aber sobald ich fertig bin mit der Bearbeitung, die soll natürlich auch nochmal richtig gut werden, die Folge. Und der Epilog, den es danach noch eine Folge geben wird, der wird auch nicht am nächstmöglichen Termin dann kommen, aber darüber wahrscheinlich in den Credits mehr. Denn ich muss eben noch Credits zusammenklatschen. Die Folge soll verdammt gut werden. Sobald ich mit der Bearbeitung völlig fertig bin, werde ich das Video hochladen und eine Premiere für 20:15 Uhr am übernächsten Tag ankündigen. Also bleibt da einfach up to date. Es reicht mit meinem Gelaber. Los geht's mit Ultra Nick Schorsmas finalem Showdown. Also jetzt seinem finalen. Kapitel 17 Ultra Nick Schorsmas Showdown. Zu meinem Glück warf mich das Portal im Zentrum von Silberdorf wieder hinaus und nicht in den Tiefen des Sees. Ich wurde sofort von den wachenden Sorok bemerkt, doch anders als vor unserer Reise in die dunkle Welt waren diese kein Problem mehr für mich. Ich musste lediglich ein paar Mal meine schwarze Aura nutzen und schon waren all meine Probleme beseitigt. Nun stand ich mitten davor. Letztes Mal an diesem Ort floh ich aus der Gefangenschaft meines anderen Selbst, doch dieses Mal kam ich freiwillig hierher. Das riesige Tor vor mir öffnete sich und ich ging einen letzten Moment in mich. Alles, was ich erlebt hatte, unsere Reise nach Schatzstadt, meine Vision, mein erstes Treffen mit Darkrai auf dieser Reise, Necrosmas Verrat, die Legende der dunklen Welt, meine Zeit im Kerker, mein neuer Freund und sein Verlust, die dunkle Welt, der scheinbare Verrat, das Void, Iveltal, die Zerrwelt, Giratina, Darkrai und seine Wahnvorstellungen, der Kampf gegen alle drei Wächter, Günthers Schlacht, die Wiedervereinigung, die Zerstörung unserer dunklen Macht, der Verlust all meiner Freunde und meine Wahrheit. All dies hatte ich innerhalb dieses Abenteuers erlebt. Ich hatte alles verloren. Meine Heimat, meine Freunde, selbst meine Identität. Dieses lange, aufregende Abenteuer würde hinter diesem Tor nun ein Ende finden. Für mich selbst mochte sich ein Kampf kaum noch lohnen. Ich hatte nichts mehr, um dafür zu kämpfen. Doch ich musste es tun, für die 700, die noch überlebt hatten. So trat ich ein und begann meine letzte Prüfung. Das Schloss selbst war ein riesiges System aus Fluren, in jeder Ecke Sorak und die Kellergewölbe, in denen ich gefangen gewesen war. Ich sah viele Räume und lief in viele Sackgassen, bis ich irgendwann, nach fast einer Stunde, in einen großen Raum kam, der mich weiter nach vorne führte. Als ich den Raum betrat, schlossen sich alle Türen und Gitter senkten sich vor ihnen. Vor mir im Raum schwebte ein alter Bekannter, mein Lieblingsverräter Nick Schosma. Du bist also gekommen, Floink. Ich hab gehört, was dir und deinen Freunden alles Schreckliches zugestoßen ist. Da könnte ich ja beinahe Mitleid bekommen. Aber dass du wirklich hier bist. Der Meister hat mich gewarnt. Er sagte, du seist eins der mächtigsten Wesen, das in diesem Universum existieren würden. Ich konnte es erst kaum glauben.
aber ich bin immer noch das zweitmächtigste Wesen dieses Universums, nach meinem Meister, versteht sich. In diesem Moment kamen all meine Erinnerungen zusammen. Ich überlegte, zuerst ihn zu warnen, ihm zu erzählen, wer ich war. Doch dann fiel mir alles wieder ein. Meine Freunde. Er war schuld an allem. Dieses Pokémon hatte mich alles gekostet. Im Auftrag von mir selber. Geh aus dem Weg. Ich will zur dunklen Macht. Hey, jetzt bleib mal ganz ruhig hier. Red nicht in solch einem Ton über deinen Gott. Sei geehrt. Er hat dich gelobt. Und ich werde dich hier nicht durchlassen. Der Meister gab mir den Auftrag, hier zu warten und dein kümmerliches Leben zu beenden. Ein für alle Mal. Es schossen wieder Strahlen auf ihn hinab. Einer aus Schatten, einer aus Licht. Der König des Zwielichtes in seiner finstersten Form stand mir persönlich im Weg. Doch dieses Mal, mit der Kraft des dunklen Rächers, hatte ich eine Chance gegen ihn. Und nun stirb! Kehre zurück zu deinem Bisasam! Die Schlacht begann. Ich hatte endlich die Gelegenheit, auf die ich so lange gewartet hatte. Ich würde Bisasam rächen können. Nekrosma baute direkt wieder seine Barriere um sich herum auf, feige wie ich erwartet hatte. Ich nutzte die Kraft, die mir gegeben war. Mit ihr konnte ich ebenfalls einen kleinen Schutzschild errichten, jedoch nicht ansatzweise so effektiv wie der von Nekrosma. Ich ging mit einer Taktik vor, von welcher ich mir auf jeden Fall Chancen erhoffte. Ich wich seinen Geschossen mit meiner Geschwindigkeit aus und nutzte Darkreistechnik, mit der er Dinge umherschleudern konnte, egal ob Pokémon oder Sachen, um Nekrosmas Geschosse eben auf ihn zurückzuschleudern. Sein Schild erlitt tatsächlich Schaden durch dieses, doch Nekrosma erkannte sein Problem von selbst und griff mich nun mit Lichtstrahlen an. Ich konnte diese mit meinen Angriffen zwar neutralisieren, aber auch auskontern. Doch dies reichte natürlich nicht, um ihn zu verletzen, denn sein Schild brach nicht mehr. Wir kämpften noch sehr lange an, ich weiß nicht wie lange. Es schien ihn zu frustrieren, dass er mich nicht schlagen konnte, vor allem so, wie er gerade noch angegeben hatte. Er wurde unaufmerksam und schoss wieder ein Geschoss auf mich. Ich konnte ihm gerade so ausweichen und stand nun vor der exakt selben Situation wie vorher schon einmal. Ich schickte das Geschoss zurück zu Nekrosma und sein Schild zersprang wie brüchiges Glas. Überall flogen Splitter herum. In dem Moment, in dem ich realisierte, dass sein Schild zerbrach, nutzte ich eine meiner mächtigsten Attacken. Ich verlangsamte vor meinem inneren Auge den Verlauf der Zeit. Ich sah vor mir alles in Zeitlupe ablaufen. Und in dem Moment, in dem die Splitter des Schildes nicht mehr zusammenhingen, schlug ich zu. Ich feuerte einen Ball, zur Hälfte aus Feuer, zur Hälfte aus Schatten ab und Nekrosma blockte ihn mit seinen Armen. Anders als ich erwartet hatte, verwandelte er sich auf einmal wieder zurück in sein wahres Selbst. Stopp, Floink. Ich begab mich wieder auf den Boden, doch die Zeitlupe im Anschlag, um Überraschungsangriffen zu entgehen. Doch er griff nicht an, sondern redete. Du hast mir deine Stärke bewiesen, Floink. Du hast mir bewiesen, dass du eine Chance auf den Sieg gegen die dunkle Macht hast. Ich bin bereit, mich dir wieder anzuschließen. Ich war zuerst komplett von seinem Angebot verwirrt. Warte! Du glaubst, ich würde dich noch akzeptieren? Du hast mir all meine Freunde... Er unterbrach mich. Falsch. Ich habe dir nur einen Freund genommen. Willst du mir jetzt weismachen, dass du an den Ton meiner anderen Freunde unbeteiligt bist? Nein, du verstehst es nicht. Sie leben. Sie alle. Latias, Hydropi, Günther... Und diese Missgeburt. Ich habe ihre Hinrichtung verschieben lassen, weil ich mir bereits gedacht habe, dass ich vielleicht in diese Situation kommen könnte. Das Sorok ist im Kellergewölbe. Alle anderen? Er machte eine Handbewegung, ähnlich wie Darkrai es immer getan hatte. Ein Teil der Wand fuhr hoch. Dahinter war eine Zelle. In ihr all meine Freunde. Floink, du bist hier? Ich wusste, du schaffst es. Ich kenne dich, Floink. Ich habe nie an dir gezweifelt.
Seht ihr, es war eine gute Idee, ihn in der dunklen Welt zu lassen. Nick Schrossmer schwebte vor mir. Also, was sagst du? Mit nur einem Handgriff kann ich die Barriere lösen. Dann sind deine Freunde frei, wenn du mich wieder bei euch mitkämpfen lässt. Nun stand ich vor einer der schlimmsten Gewissensfragen meines Lebens. Komm, Floink, schlag darauf ein. Er hielt mir seine Hand drin hin. Ich wusste, wenn ich ihn tötete, würde seine Barriere ebenfalls verschwinden. Doch andererseits schien es noch etwas Gutes in ihm zu geben. Er hatte meine Freunde vor ihrem Tod bewahrt. Und eigentlich verdient doch jeder eine zweite Chance. Auf der anderen Seite war er es gewesen, der Bisasam umgebracht hatte. Ich hatte meinen besten Freund durch ihn verloren. Er hatte uns alle verraten und so viele Probleme bereitet. Ich ging langsam zu ihm, immer noch die Zeitlupe im Anschlag. Ich rechnete mit einer Falle. Doch als ich schließlich direkt vor ihm stand, ließ ich locker. Ich biete dir meine Hilfe an. Hand drauf. Ich entschied mich und gab ihm die Hand. Ein großer Fehler. Der ganze Boden war blutgetränkt. Der Hinterhalt hatte zugeschnappt. Nick Schrossmer kniete auf dem Boden und hielt sich seine große Wunde mitten in der Brust. Warum? Ich habe dir angeboten, dir zu helfen. Warum tust du mir das an, Floink? Ich sah auf ihn hinab. Es ist Schluss, Nick Schrossmer. Du kannst nicht so agieren. Du kannst nicht immer aufs Neue die Seite wechseln, nur um mit dem Leben davon zu kommen. Du hast mir so viel angetan. Ich bin mir sicher, du weißt nicht, wie sich das anfühlt, wenn man jemanden hat, mit dem man alles teilen kann. Du hast nie nachvollziehen können, was du mir damals im Seelenwald angetan hast. Ich habe auf diesem Abenteuer die schwersten Prüfungen bestritten, Kämpfe mit mir selber geführt. Doch all dies ist nichts gegen den Verlust von dieser Samen. Du könntest tun, was du wolltest. Ich würde dir nie verzeihen. Du hast Unrecht. Ich weiß genau, wie das ist. Ich war zunächst sehr erstaunt, als er dies sagte. Wie, du weißt? Erzähl mir etwas darüber, Nick Schrossmer. Ich werde nicht mehr lange leben und jetzt soll ich... Aber du hast es dir wohl verdient. Also gut. Es ist schon viele Jahrzehnte her, aber auch ich hatte einen Freund wie du, Bisasam. Sein Name war Darkrai. Was? Darkrai? Wie? Kennst du ihn? Ich kenne ihn mehr als gut. Einmal sind wir ihm doch sogar alle zusammen begegnet. Damals bei der Höhle der Regenbogenkristalle. Hast du das schon vergessen? Und diesem Abenteuer erneut mehrfach. Ich habe das Seelenstück des Mutes von ihm erhalten, ihn als Prüfung in der dunklen Welt bekämpft und den Schlüssel zum Sieg über die dunkle Macht von ihm bekommen. Dieses Pokémon ist größenwahnsinnig. Ich weiß. Eines Tages in der Vergangenheit, wir waren zu zweit unterwegs. Auf einmal ist wie aus dem Nichts eine Art finsteren Blitz in ihn eingeschlagen. Zuvor war er mein Freund, aber dieses Etwas hat ihn verändert. Er ist zu einem irren Psychopathen geworden, der an die wirrsten Dinge glaubt. Dass ich ihn damals verloren habe, war der Grund, weshalb ich bin, wer ich bin. Ich habe all das nie bedacht. Es tut mir leid, Floink. Ich hätte euch beistehen sollen. Doch jetzt, hier endet es für mich. Ihr schafft es. Ich glaube an euch. Er schien nun endgültig dahin zu scheiden, doch es geschah noch etwas. Eine schemenhafte Gestalt tauchte aus den Schatten auf. Darkrai. So endet es also, Nick Schrossmer. So endet es. Nick Schrossmer selbst schien seine Anwesenheit nicht fassen zu können. Darkrai, was machst du hier? Weshalb bist du gekommen? Ich hatte eigentlich erwartet, hier ein großes Finale sehen zu können, aber du hast dich, Floink, in den Weg gestellt. Ich habe nur auf meinen Meister gehört. Du bist also wirklich erbärmlich genug, dieses Wesen deinen Meister zu nennen. Genau deswegen haben sich damals unsere Wege getrennt.
Du hast nie verstanden, wie diese Welt funktioniert. Unser aller Entscheidungen bewirken nichts. Warum, Darkrai? Warum hast du dich damals so verändert? Bevor ich verschwinde, sag mir warum. War es der Blitz? War ich es? Nun gut, wenn du die Wahrheit wissen willst. Es war etwas von allem. Dieser Blitz hat mir die Augen geöffnet. Er hat mir die Wahrheit gezeigt. Er hat mir jedes Wesen gezeigt, so wie es ist. Hier endet deine Reise. Ich hoffe, du warst glücklich, noch einige Zeit meinen Platz an der Seite der dunklen Macht einzunehmen. Aber eigentlich muss ich dir dafür danken. Ich benötige solche Wesen nicht, um stark zu sein. Mit diesen Worten verstand Darkrai. Was habe ich falsch gemacht? Mit diesen Worten verschwand Nick Crossma ins Nichts, um nie wieder gesehen zu werden. Die Barriere vor der Zelle meiner Freunde verschwand und sie kam hinaus. Sie sahen, wie ich auf das Blut sah, welches am Boden klebte, und sagten erst einmal nichts. Du hast das Richtige getan, Floink. Ich weiß, ich habe es nie bezweifelt. Nick Crossma hat sich alles selbst zuzuschreiben. Langsam begannen alle wieder zu reden. Aber Floink, wie hast du das geschafft? Wo hast du diese Macht auf einmal her? Ich wollte gerade beginnen zu erzählen, da schoss mir etwas durch den Kopf. Wenn sie nun die Wahrheit über mich herausfinden würden, würden sie mich überhaupt noch unterstützen? Würden sie mich gar angreifen, da ich schließlich der Feind war? Würden sie mich meinem Schicksal überlassen und alleine gegen die dunkle Macht kämpfen lassen? Ich wusste, trotz meiner Macht, ich würde kaum eine Chance haben, solange ich alleine war. Ich entschied mich, ihnen fürs Erste nicht zu erzählen, was geschehen war. Sobald die Schlacht geschlagen war, würde ich sie einweihen. Dann wäre es sowieso nicht mehr relevant, ob sie meine Freunde bleiben würden oder nicht. Es ist, wie Nick Crossman es gesagt hatte. Ich habe in der dunklen Welt auf dem Berg der Wahrheit den Schlüssel gefunden und zudem auch meine Vergangenheit. Du hast sie gefunden? Du weißt endlich wieder alles? Das ist genial, Floink. Was ist denn alles geschehen? Ich werde es euch erklären, sobald die dunkle Macht besiegt ist. Kommt, es ist soweit. Unsere letzte Schlacht steht an. Die Schlacht um alle Welten. Doch bevor wir das Tor in den Thronsaal durchschritten, hielt Latias mich noch einmal an. Floink, warte. Ich weiß zwar nicht, was genau noch passieren wird, aber selbst wenn wir die folgende Schlacht verlieren, was ich nicht glaube, du hast dich für alle Pokémon so oft aufgeopfert. Du hast alles gegeben. Selbst wenn wir scheitern sollten, im Namen aller Pokémon dieser Welt will ich dir danken. Du bist ein Held.